Hey Leute, Chris hier. Willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es darum, wie man richtig lötet. Und in meinem Beispiel geht es darum, wie man mit flüssigem Metall aus zwei einzelnen Drähten wieder einen Ganzen macht. Also bleibt dabei, wenn ihr mehr sehen wollt. Löten zu können und wie hier in diesem Fall einfach nur zwei Drähte zusammen zu löten, ist eine sehr nützliche Eigenschaft, wenn ihr zum Beispiel in eurem Auto etwas nachrüsten wollt, wie zum Beispiel Musikanlagen, Zentralverriegelungen oder Beleuchtungen. Dort ist es auf jeden Fall nötig, sowas hinzukriegen. Oder wer sich traut, auch an Elektronik, dort auf Platinen Bauteile auszutauschen oder ganze Bausätze aufzubauen. Das Werkzeug, das ihr zum Löten braucht, ist ein Seitenschneider, um den Draht schneiden zu können. Abisolierwerkzeuge, einmal automatisch und einmal manuell, um die Isolierung zu entfernen. Hier haben wir das Lötzinn. Das hier ist jetzt bleihaltiges Lötzinn. Darauf komme ich gleich nochmal zu sprechen. Hier eine Heißluftpistole, um den Schrumpflauch hier später heiß zu machen und schrumpfen zu lassen. Das hier ist eine Lötabsaugpumpe. Die ist sehr praktisch, wenn man mal auf Platinen etwas zu viel Lötzinn hat und das entfernen möchte. Damit kann man Lötzinn absaugen. Dann habe ich hier eine Arbeitsschutzbrille, falls das Lötzinn bzw. das Lötfett oder Flussmittel spritzen sollte. Hier habe ich eine Lötstation mit Lötkolben. Darauf komme ich gleich nochmal zu sprechen, welche Unterschiede es dann noch gibt. Auf jeden Fall, damit kommt man schon mal sehr weit. Ich werde euch alle Materialien und Werkzeuge, die ich hier verwende, unten in die Kommentare verlinken. Kleiner Hinweis noch, wenn ihr im Auto arbeitet und euch tropft, wie bei mir eben hier etwas runter, achtet darauf, dass ihr etwas unten drunter legt, eine Unterlage, denn sonst kann es euch passieren, dass ihr euch den Teppich oder die Sitze ruiniert, indem ihr solche Lötperlen hier im Auto habt und das Ganze nicht mehr rausgeht. Zum einen das Flussmittel hier, das bildet eine kleine Kruste, oder auch richtige Brandlöcher, möchte man im Auto ja nicht haben. Also wie ihr hier seht, ich verwende hier einen Lötkolben. Der liegt, finde ich, sehr praktisch in der Hand. Das Handling ist für mich optimal. Man hält ihn wie ein Stift, die andere Hand das Lötzinn. Und ich finde es einfach sehr praktisch, so zu arbeiten. Es gibt aber natürlich auch die Lötpistole. Die Lötpistole hält man ähnlich wie die Heißluftpistole. Man muss den Knopf drücken, um ihn nach vorne aufzuheizen. Und erst dann muss man ein bisschen abwarten, bis man endlich löten kann. Von daher bevorzuge ich hier diesen Lötkolben. Es gibt das Ganze auch mit Gas betrieben. Von Dremel zum Beispiel gibt es Aufsätze, Wechselaufsätze, mit denen man löten kann, wenn man zum Beispiel keinen Strom in der Nähe hat oder unterwegs ist. Bevor ihr mit dem Löten beginnt, solltet ihr einen nassen Schwamm dabei haben. Ja, daneben. Denn es ist absolut wichtig, dass ihr eure Lötspitze immer wieder zwischendurch sauber macht. Hier seht ihr zum Beispiel, der Lötkolben ist schön heiß, so muss es sein. Und die Spitze muss immer wieder von Oxidation und Rückständen befreit werden, um hier möglichst viel flüssiges Lötzinn mit Flussmittel zur Verfügung zu haben, wenn man sauber und ordentlich löten kann. Ich lasse immer, wenn ich gerade nicht löte, immer noch etwas Lötzinn hier an der Spitze dran. Das schützt meine Lötspitze vor der zu schnellen Alterung. Noch eine Sache hier zu dem Dampf. Man sieht es vielleicht gerade hier in der Kamera einigermaßen. Das solltet ihr versuchen, nicht einzuatmen. Ihr solltet in gut belüfteten Räumen arbeiten oder ihr benutzt eine Absaugung oder einen Ventilator, der euch den ganzen Dampf hier wegpustet, denn das ist möglicherweise bleihaltig. Eine andere Sache ist die Einstellung eures Lötkolbens. Ich habe hier eine Lötstation, da lässt es sich sehr gut einstellen. Ich habe hier die Wahl zwischen 150 und 450 Grad. Ich nehme 300, das reicht völlig aus. Heißer ist übertrieben. Besonders wenn ihr empfindliche Elektronikbauteile habt, dreht das Rad hier ruhig etwas runter. So heiß muss es nicht sein zum Löten, aber mit 300 geht es halt schneller. Dann einfach einschalten und los geht's. Wenn ihr mit dem Lötkolben arbeitet, passt auf, wo ihr ihn hinlegt, wenn ihr fertig seid mit der Arbeit. Ich habe hier ganz komfortabel eine Lötstation. Legt den Lötkolben niemals einfach irgendwo hin. Wenn er von der Tischkante fällt und ihr verschnappt danach und wollt ihn auffangen, ihr verbrennt euch übelst die Finger. Ich zeige euch einfach mal, wie heiß das Ding wirklich werden kann. Und ihr seht, hier, es fängt auch schon an zu rauchen. Das Ding ist richtig heiß. Also, passt gut auf, wenn ihr damit arbeitet, auf euch selbst, auf eure Haut und auch darauf, wo ihr das Ganze hinlegt. Denn im Polster vom Auto, in den Sitzen, Katastrophe. So, das Löten besteht im Grunde aus fünf Schritten. Zum einen, wir müssen
unsere Drähte abisolieren, dass wir hier den blanken Draht zu Gesicht bekommen. Dann müssen wir den Schrumpfschlauch über unseren Draht ziehen, um ihn später isolieren zu können. Und dann wird das Ganze verdrillt und anschließend verlötet. Als letztes ziehen wir den Schrumpfschlauch über den Draht, erhitzen den und isolieren das Ganze. Also fangen wir an mit dem Abisolieren. Das hier ist jetzt eine automatische Abisolierzange der günstigeren Variante. Hier ist eine Markierung, wie viel wir von der Isolierung abschneiden werden. Und wir setzen das Ganze einfach hier rein, halten hier gut fest. Und das Ding zieht uns einfach die Isolierung von den Drähten. Bei dem anderen Draht, bei der Gegenseite, achten wir darauf, dass die Isolierung, die wir hier an dem blauen Draht abziehen werden, möglichst genau dem entspricht, was wir hier an dem braunen abgezogen haben. Ich hoffe, das ist möglichst nah an dem, was ich gerade erzählt habe. Ja, noch ein Wort zur Warnung. Wenn ihr hier vorne eure Isolierung abschneidet mit dem Werkzeug, achtet darauf, dass ihr hier an der Schnittkante nicht diese Drähte mit abschneidet. Wenn ihr das gemacht habt, fangt nochmal von vorne an, schneidet das hier ab und macht das nochmal neu. Denn wenn ihr hier einen dieser Drähte wegschneidet, habt ihr hier einen dünneren Querschnitt in der Leitung, was heißt, dass es hier einen höheren Widerstand hat als im Rest der Leitung. Das führt dazu, dass das hier heiß wird, eventuell schmilzt euch die Leitung weg, die Isolierung, und es kommt zu Kurzschlüssen oder es fängt eventuell sogar an zu brennen. Will keiner von uns, oder? Ein anderes Abisolierwerkzeug ist hier diese gute alte manuelle Abisolierzange. Die muss man hier vorher einstellen. Dazu löst man hier dieses kleine Rädchen und kann über diese Schraube hier einstellen, wie der Abstand hier vorne an der Zange sein wird. Ihr seht hier vorne, da wird später der Draht eingeklemmt, man dreht ein bisschen und zieht dann die Isolierung runter. Es gibt nun verschiedene Methoden, das zusammenzukriegen, diese Drähte. Ich zeige euch nun zwei Dinge, wie ich das machen würde, um diese Drähte hier miteinander zu verdrillen. Spleißt das hier so ein bisschen auf, dass das Ganze ein bisschen buschig wird, wie ein Besen. Dann schiebt ihr das Ganze zusammen und verdrillt es miteinander. Und achtet dabei bitte auch darauf, dass hier solche Drähte nicht abstehen. Verlötet das erst, wenn es ganz flach ist und ihr hier keinerlei Drähte abstehen habt. Steht hier ein Draht raus, kann der später sich durch die Isolierung bohren. Eine andere Möglichkeit, die beiden Drähte vorzuverdrillen, ist, die Drähte einmal einzeln zu verdrillen. Ihr legt das Ganze über Kreuz und verdrillt es dann noch einmal gegeneinander. Ihr seht, das ist auch jetzt schon eine ziemlich solide Verbindung, wie ich finde. Ich würde zwar nicht dran ziehen, aber sieht schon mal ganz okay aus. Achtet darauf, keine abstehenden Kanten wie diese hier zu haben. Das bohrt sich sonst später durch eure Isolierung. Der Schrumpfschlauch wird sonst von diesen Drähten durchbohrt und ihr habt möglicherweise Kurzschlüsse. Es gibt im Grunde genommen drei verschiedene Sorten von Lötzinn. Das eine ist bleihaltiges, das benutze ich hier, mit integriertem Flussmittel in der Seele innen drin. Dann gibt es noch bleifreies Lötzinn. Damit kann man nicht so einfach löten, das würde ich nicht empfehlen für Anfänger. Und es gibt silberhaltiges Lötzinn, das ist aber eher für Installateure, die Gas- und Wasserinstallationen machen und Rohre verlöten, hart löten. Ich nehme lieber bleihaltiges Lötzinn, das ist sehr viel einfacher, es verteilt sich besser, geht leichter die Verbindung ein mit dem Kupferdraht und das Flussmittel bereitet die Oberfläche noch etwas vor. Es entfernt die Verschmutzungen und Oxidationsschichten auf dem Kupfer und es ist sehr viel leichter damit eine leitfähige Verbindung herzustellen als mit zum Beispiel bleifreiem Lötzinn. Woran erkennt man denn jetzt zum Beispiel bleihaltiges und bleifreies Lötzinn, wenn der Aufkleber auf der Rolle nichts darüber aussagt oder der Aufkleber abgegangen ist? Ihr könnt einfach etwas Lötzinn flüssig machen und eine kleine Lötperle auf dem Tisch machen. Ist die Oberfläche ganz glatt und schimmert schön glänzend, dann habt ihr bleihaltiges Lötzinn. Habt ihr bleifreies Lötzinn, ist die Oberfläche sehr matt und rau. Bevor ihr jetzt anfangt zu löten, nehmt euch den Schrumpfschlauch und messt mindestens die Länge der abisolierten Stelle hier ab, etwas mehr. Das sollte auf beiden Seiten etwas überlappen.
und das wird dann später heiß gemacht. Wenn ihr das verlötet, sorgt bitte für genug Abstand zwischen der Lötstelle und dem Schrumpfschlauch, denn sonst zieht sich der Schrumpfschlauch zu früh zusammen. Wenn der Draht hier heiß wird, überträgt sich das eventuell auf den Schlauch und der Schlauch zieht sich zusammen, bevor ihr fertig seid. Noch ein kleiner Tipp von mir. Das hier ist jetzt ganz normaler Schrumpfschlauch. Der ist weich und flexibel. Es gibt das Ganze auch noch etwas dicker und gröber. Dann ist hier innen drin in dem Schlauch ein Kleber. Das Ganze fühlt sich sehr viel fester. Das ist meist für Erdkabel. Wenn man den heiß macht, wird der Kleber innen drin weich und man fängt in der Mitte an, arbeitet sich zur Kante vor und der Kleber verklebt die Press- oder Lötstelle innen drin und am Ende quillt ein kleines bisschen Kleber über und das Ganze ist dann wirklich wasserdicht. Das hier ist jetzt ganz normaler Schrumpfschlauch, den ich hier hernehme und der hat keinen Kleber innen drin. Wenn ihr euch den Schrumpfschlauch für euren Draht aussucht, dann achtet bitte darauf, dass ihr einen Schrumpfschlauch nehmt, der möglichst dicht an der Isolierung schon anliegt. Der Schrumpfschlauch verringert seinen Durchschnitt etwa um die Hälfte, wenn ihr ihn heiß macht. Und habt ihr einen zu großen Schrumpfschlauch, kann es sein, dass er einfach nicht anliegt nach dem Schrumpfen, sondern einfach auf der Isolierung hin und her rutscht. So, und bevor ihr wieder anfangt, was zu löten, nehmt ihr Lötkolben und macht die Spitze vorher einmal ordentlich sauber. Entfernt die ganzen Rückstände, die sich hier vorne auf der Spitze befinden, und macht einen neuen Tropfen Lötzinn drauf. Bevor ihr richtig anfangt zu löten, nehmt euren Lötkolben, macht etwas Lötzinn auf die Spitze, das erleichtert den Übergang der Hitze von dem Lötkolben auf den Draht, den ihr löten wollt. Erhitzt das Ganze für ein paar Sekunden und dann gebt ihr von oben auf den Draht das Lötzinn hinzu. Ihr seht, der Draht saugt quasi das Lötzinn auf. Verteilt das Lötzinn bitte überall. Ihr wollt später kein Kupfer mehr sehen. Es sollte alles mit Lötzinn bedeckt sein, verzinnt sein. Aber vermeidet auch, dass sich Tropfen bilden oder dicke Blasen. Das möchte man auch nicht. Hauptsache, es ist eine gleichmäßige Beschichtung durch Lötzinn vorhanden. Wenn ihr fertig seid, nehmt einfach den Lötkolben an die Seite und lasst das Ganze auskühlen, ohne an dem Draht zu wackeln oder irgendwie zu zerren. An dem Kabel jetzt zu wackeln würde dazu führen, dass die Lötstelle spröde wird oder brüchig und das würde wiederum ein schlechteres Ergebnis zur Folge haben, als wir eigentlich haben könnten. Wenn jetzt die Lötstelle abgekühlt ist, dann nehmt euch den Draht und schaut ihn euch genau an, überprüft ihn von allen Seiten, ob auch überall gleichmäßig viel Lötzinn ist. Ihr wollt nicht, dass hier irgendwo Kupfer rausschaut. Wenn das passiert ist, macht nochmal ein bisschen Lötzinn drauf, macht das nochmal richtig heiß und gebt ein bisschen was dazu. Aber das hier schaut super aus. Noch ein Tipp, falls ihr Lötzinn ohne Flussmittel haben solltet, ohne Lötfett, dann kauft euch nochmal so eine Dose separat, die gibt es separat zu kaufen. Tunkt den Draht vielleicht vor dem Verdrillen vorher rein oder schmiert die Lötstelle vorher ein bisschen mit diesem Lötfett ein. Das macht euch das Löten wesentlich einfacher, wenn ihr keine Lötpaste oder kein Flussmittel in dem Lötzinn haben solltet. Ist das mein Tipp an euch. Das ist eine Investition, die sich definitiv lohnt. Löten ist so viel wesentlich einfacher. Noch einen kleinen Tipp, bevor wir das hier verlöten. Man kann, wenn man möchte, hier noch etwas Silikonfett drauf schmieren, eine dünne Schicht Silikonfett, und dann erst den Schrumpfschlauch hier drüber schieben. Denn wenn ihr das so heiß macht, quillt das Silikonfett an beiden Seiten raus und ihr habt eine nahezu wasserfeste Verbindung. Das Silikonfett isoliert und verdrängt Feuchtigkeit. Also wir schieben uns hier diesen Schrumpfschlauch nun über die Lötstelle. Das passt. Und dann nimmt man sich die Heißluftpistole und fängt aber in der Mitte an und arbeitet sich zur Kante vor. Das macht man immer so. Denn zum Beispiel, wenn ich jetzt Silikonfett hier reingemacht habe, zur zusätzlichen Isolierung, damit das Ganze ein bisschen wetterfester wird, quillt die Masse einfach zur Seite raus. Oder ich habe Schrumpfschlauch mit Kleber, dann quillt auch der Kleber von der Mitte zur Außenseite hin und verschließt das Ganze wasserfest. Also, ich mache jetzt einfach mal den Heißluftföhn an.
So, wie ihr seht, das ist die Verbindung. Hält, damit habt ihr keinen Ärger mehr. Solltet ihr jetzt nicht, wie ich hier, eine Heißluftpistole zur Verfügung haben, dann könnt ihr notfalls auch einfach ein Feuerzeug nehmen und den Schrumpfschlauch hier vorsichtig heiß machen. Nicht zu sehr, denn die Isolierung rundherum verträgt das eventuell nicht so gut. Den Schrumpfschlauch gibt es übrigens in verschiedenen Größen und auch Farben. Ich würde da vielleicht gleich einen ganzen Sortimentkoffer für nehmen, denn ihr wisst ja nie, wann ihr was lötet, welche Größe euch als nächstes begegnet. Und ich finde es auch schicker, wenn man gleich den Schrumpfschlauch in derselben Farbe hernimmt, wie zum Beispiel den Draht. Das sieht einfach besser aus, fällt gar nicht so unangenehm auf, als wenn ihr zum Beispiel einen blauen Draht habt und mittendrin dann so ein kleines Stückchen schwarzes Isolierungsschläuchlein. Der wohl häufigste Fehler, den man bei den Lötarbeiten sieht, ist die kalte Lötstelle. Und das passiert, wenn man das Ganze nicht richtig heiß macht, das Material. Die Leute nehmen einfach Lötzinn, machen das flüssig und verteilen es einfach irgendwie auf dem Draht. Ihr seht, das Ganze gibt so Kügelchen, Blasen und das Lötzinn klebt vielleicht auf dem Kupfer, aber es geht keine richtige leitende Verbindung mit dem Material ein. Wenn ihr es also richtig machen wollt, Lötzinn drauf auf den Lötkolben und das Material richtig heiß machen. Ihr seht, das Ganze wird flüssig, verteilt sich wunderbar auf dem Kupfer. Ich habe jetzt hier etwas über, das ist nicht so schlimm, das tropft runter. So, jetzt habe ich ja hier auf dem Tisch relativ komfortabel löten können. Alles kein Problem gewesen, ich habe mir das hier alles so hingelegt, wie ich es haben wollte. Kein Problem. An manchen Stellen ist das nicht so einfach, sich den Draht so hinzulegen, dass er ohne Erschütterung, ohne Gewackel direkt vor einem ist und man ohne Probleme einfach so löten könnte. Deswegen kann es hilfreich sein, euch nochmal so ein kleines Hilfsmittel dazu zu nehmen. Eine kleine Löthilfe, das sind so kleine Klemmen, wo man den Draht einklemmen kann. Das macht das Ganze nochmal ein bisschen einfacher, wenn man zum Beispiel im Auto ist und da was löten möchte. Dann noch ein kleiner Tipp, wenn ihr so eine Löthilfe nehmt. Vorne die Krokoklemmen sind ja meist recht spitz und haben scharfe Zähne. Macht euch dann nochmal ein bisschen Schrumpfschlauch drüber oder wickelt das Ganze mit etwas Isolierband. Dann könnt ihr es vermeiden, dass die Zähne der Krokoklemme einfach so in die Isolierung beißt und euch da eventuell was beschädigt. Ja, ich denke, mit dem Video seid ihr gut vorbereitet auf eure kommenden Bastelprojekte. Wenn ihr was am Auto nachrüsten wollt oder im Haushalt was zu löten habt, solltet ihr jetzt darauf vorbereitet sein. Nehmt euch euer Zeug, übt es ein paar Mal, um ein bisschen Erfahrung zu sammeln und in die Übung reinzukommen, damit ihr es richtig drauf habt. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like freuen. Abonniert den Kanal gerne und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao.